So, Freunde, ihr seid eigentlich groß genug, ihr könnt alleine hier aus dem Körbchen raushüpfen. Ne? Ja. Na los, Raaya, hopp raus. Nee, oh, wunderbar. Guckt euch mal den Dicken an. 6 Wochen alt sind die China-Leoparden im Tierpark Berlin. Er ist einfach gegangen. Jeder bringt inzwischen 3 Kilo auf die Waage. Guck mal, pass auf, jetzt kommt er. Psst, psst. Boah, guck mal rein hier. Guck mal, die sind feige, die Weiber. Na toll. So war die Sache aber nicht gedacht. Dann kippe ich euch jetzt aus. Ja. Abmarsch. Mama. Husch, husch. Alle 3 raus. Bitte schön. Na los. Können wir noch ein bisschen kuscheln? Joas, Raaya und Atara haben viel Zeit. Na prima. Na los, Atara auch noch. Hopp. Ach, dick Bauch. Was ist los hier? Na komm mal hier. Ach ja. Habt ihr so schön zugenommen, Raaya? Du bist jetzt schon über 3 Kilo, ne? Richtig schweres Mädchen. Oh, und was warst du am Anfang klein? Aua. Ey, beiß nicht so, doll. Es tut mir doch weh. Sage mal. Na prima. Hallo, Raaya. Mauschen? Ja, die Raaya, die war ja die kleinste. Und da hat man natürlich auch immer Angst, dass die dann den Anschluss nicht schaffen, wenn die anderen 2 halt auf immer so gut, immer sehr gut zunehmen, also so 100 Gramm oder 50 Gramm. Und Ena fängt an, so hinterher zu hinken und sie hat dann auch mal einen Tag abgenommen. Also das heißt, sie ist nicht richtig rangekommen zum Trinken. Und da muss man natürlich ein Auge drauf haben. Da haben wir uns schon ein paar Tage ein bisschen Sorgen gemacht. Aber die hat super den Anschluss geschafft und jetzt hinkt sie mit knapp 100, 150 Gramm nur hinterher. Und das ist natürlich in dem Alter top. Also da brauchen wir uns keine Sorgen mehr machen. Na los, komm hier. Die Atara hier, die ist komischerweise, obwohl sie so eine große ist, so doch die ängstlichste von den 3. Also Joas ist der mutigste, der wird bestimmt auch gleich wieder angekrabbelt kommen hier. Na süße. Ihr 3. Das ist so die letzte Zeit, wo man so wirklich mit denen rumknuddeln kann. Und dann ist es auch irgendwann vorbei. Denn aus Kindern werden Leute. Und aus Kätzchen ausgewachsene Leoparden. Panzer-Nashornbulle Yoda bei seiner Single-Mahlzeit im Zoo Berlin. Nashornbraut Narayani ist tragend. Sie braucht ihre Ruhe. Na komm. Bulli. Wenigstens der ist da. Einer, der sich über uns freut, ne? Er ist ein ganz lieber Bulle zu den Mädchen und beißt die also nicht. Die haben ja so eine Eckzähne. Panzer-Nashorn haben ja so eine Eckzähne und sind durchaus in der Lage, damit ziemlich unangenehme Verletzungen den anderen zu bereiten. Aber das macht er nicht. Aber in der Natur ist es ja auch nicht so, dass sie immer paarweise durch die Gegend laufen, sondern der schnuppert, ob die Mädchen heiß sind. Und wenn sie zulassen, dass der Bulle in die Nähe darf von den Weibchen, dann ist gut. Und wenn nicht, dann die sind ja Einzelgänger mehr oder weniger. Deshalb schlägt das Frühstück allein gar nicht so sehr aufs Gemüt. Gehen wir mal ein Tapire gucken, hm? Ja, komm, wir machen ja. Und heute Abend schneide ich dir die Haare, mein Schatz. Gar nicht. Ein Tapir ist geduldig. Bei Fitje und Bente läuft das Eheleben seit Jahren ruhig ab. Beobachtet von der Nashornmutter in Spee. Ani hat wieder die Ruhe weg. Mhm. Ein Glück. Ani ist kugelrund, da muss was rauskommen. Mal hier! Und vor allem muss was rein. Picknick für alle. Hier kommt sie nicht so gut her.
Warte hier. Komm her, Anni. Dann komm hier. Na dann komm. Na dann noch A. Warte hier. Nimm den. Anni. Komm mal mit der Kiste her. Die weiß gerade nicht wohin. Rück mal. Dankeschön. Na dann komm. Hier, du musst du heute den Yoda nicht küssen. Kannst du ein Stück Zwiebel essen. Haha. Willst du nicht? Dann beißt du mal eine rohe Zwiebel rein. Anni. Zu groß. Isst du den trotzdem? Na komm, super. Mach ab. Cool. Anni, extra aus Badewasser rausgekommen, meine Süße, ne? Ist ja toll von dir. Du könntest mal noch einen Schritt vorkommen, okay? Ja. Das ist die eine Freundin vom Yoda sozusagen, die Anni. Die andere ist ja die Jansi aus dem Tierpark. Die kommt ja jetzt auch noch mal her. Okay. Yoda hat schon gefragt, wann sie denn kommt. In unserem Berliner Zoo hier. Das geht ja nun wirklich nicht. Wollen wir uns die mitnehmen oder wollen wir die jetzt auch verfüttern? Die wird jetzt verfüttert. Ja? Na schade. Das ist Anis. Das ist wieder mein Armbrot weg. Beiß rein. Das reicht für heute jetzt. Ja, ne? Natürlich. Wir wollen ja dünn bleiben, ne? Oder schlank. Oder wir wollen ja nicht dick werden. So, jetzt. Mann, du hast ja keinen Ofen, dass du das bis zum Ende darin schmeißt. Anni, meine, die muss jetzt um. Gemütlich hier im Kreis der Tiere. Gesundes Essen. Hier, mein Schatz. Danke. Hier ist das Picknick wirklich für alle da. Im Raubtierrevier wäre es schwieriger, ne? Ja, das würde mir gar nicht passen. Magst du noch ein Stück Brot? Nee, danke, ist nicht von dir, aber ich habe es heute schon gegessen. Jetzt. Oh, wir hatten es doch von deinen Augen schon mal. Ja. Guck mal, die neue Brille wird aber du, teurer. Da hast du jetzt meine Zähne vergessen. Jetzt. Die müsstest du mir klein schneiden und raspeln und nicht so. Wir sind ja kein Guck Raubtier. Ja, nee. Oh, siehst du, die konnte Anni noch nicht mehr essen. Seelöwin Conny, die ehemalige Duisburgerin, ist zur gefragten Wasserartistin geworden. Perfekt. Das geht ja schon gut. Hervorragend. Hervorragend. Komm her. Ja, du sollst mich nicht umbringen. Hä? Siehst du. Sag doch nur einmal. Ist ja schon fast perfekt hier mit dir. Schon fast perfekt, ne? So, dann gehen wir mal rüber auf den Landteil, ne? Auch auf dem Sandplatz ist Conny der Champion. Ja, fein. Conny, hopp. Training geht weiter. Und nochmal ein Küsschen. Gut. So, guck mal hinlegen. Nur gerade hinlegen. Guck mal. Gerade. Guck mal, gerade. Nur gerade. Nur gerade. Gut, müssen wir jetzt mal üben, ne? Gut. Nur gerade. Gut. Und nochmal. Gut. Die Conny wurde ja letztes Jahr von unserem Bullen Enzo gedeckt. Im Juni. Und wir hatten ja so ein bisschen die Hoffnung, dass sie natürlich trächtig ist. Sprich, ein Baby bekommt. Aber unsere Tierärzte haben halt leider nichts finden können. Und aufgrund ihres Verhaltens würde ich jetzt nicht mehr annehmen, dass sie trächtig ist. Die ist einfach zu mobil, zu agil beim Training. Rein vom Gefühl her würde ich sagen, nee. Dann halt nächstes Jahr. Aber sonst, ich meine, man sieht ja auch, wir sind natürlich trotzdem hochgradig zufrieden mit diesem Tier, wie die sich entwickelt hat. Man hat ja gesehen, als sie damals gekommen ist, sie war zwar immer lieb und nett und umgänglich, man konnte vieles mit ihr machen,
Aber diese Übung, gib mal einen Kuss. Diese Übung, wie wir jetzt machen können, dass wir die Zähne hier so angucken können, mit der Hand ins Maul fassen können, das war ja alles am Anfang noch gar nicht möglich. Sie musste sich hier natürlich erstmal eingewöhnen. Sie hatte Gott sei Dank noch keinerlei negativen Erfahrungen mit Menschen, denn der Helmut, der da in Duisburg trainiert, der arbeitet ja Gott sei Dank völlig gewaltfrei. Und somit haben die natürlich schon tiefes Vertrauen zu uns schnell fassen können. Genau wie die bei mir eben hier hinten auf den Rücken kommen kann. Komm mal hoch. Hopp. Komm. Hallo. Komm. Hopp. Da ist es ja so, das gegenseitige Vertrauen. Ich bin ihr ja im Prinzip jetzt in dieser Situation völlig ausgeliefert. Und wenn die mir in den Rücken, in den Hinterkopf oder Nacken beißen wollen würde, könnte sie das machen und die könnte mich ja nicht dagegen wehren. Aber da wir so ein intensives Vertrauensverhältnis haben, passiert sowas nicht, wa? Kommst du noch mal hoch? Komm. Na komm. Na komm, hopp. Gut. Küsschen. Gut. Mach's mal winke, winke. Gut. Wink mal der Yvonne und dem Helmut. Die Wehen sind nämlich die Wehenpfleger aus Duisburg, die wirklich nur schweren Herzens weggegeben haben, was ich durchaus verstehen kann, weil es ist halt wirklich eine süße Mickey Maus, mit der man wirklich alles machen kann. So. Und tschüss. Also, einen Gruß nach Duisburg. Der süßen Mickey Maus geht sichtbar gut in Berlin. Miller hat Durst. Komm mal hierher. Sag mal guten Morgen. Sag mal guten Morgen. Ja. Komm her. Bitte. Oh, hast du die ganze Nacht nichts getrunken? Mascara hat ja mal Zwillinge bekommen. So einen Trink. Und das Problem ist, dass er nur die Manu lieb hat, aber nicht ihre andere Tochter, die Miller. Und die ist vom Gewicht her weit zurück. Du noch nicht. Du kommst später. Trink. Die hat eigentlich genug Milch, die Mascara. Denn die Manu, ich werde es dir mal zeigen, ist so ein Brummer. Und jetzt muss ich sie mal festhalten, weil sie sonst immer wegschubst, damit sie in Ruhe trinken kann. Das schmeckt. Na, Miller? Ich mache zweimal, also morgens und abends. Wer hat denn hier geklaut? Morgens und abends und dann mache ich immer noch, merke, ob sie noch Hunger hat, dann kriegen sie immer noch Flasche. Miller, komm mal her. Miller, komm mal her. Komm mal hier. Das sind Geschwister. Am selben Tag geboren. Das ist ein Lieblingskind von der Mascara, die Manu. Und das ist hier das Stiefkind oder wie auch immer, wird nicht geliebt, ne? Ja. Dafür hast du mich lieb. Ja. Ich glaube, das ist ein Charakter. Das hat sie vorher ja schon mal gemacht. Mascara, ne? Ja. So, Mütter, ich sehe schon, du möchtest noch eine Flasche haben, ne? Ja? Soll ich sie holen? Ich hol sie mal. Mücke turnt mit Tochter Sato. Ja, ey, Mücke, guck mal. Komm, Schatz, nur komm. Ganz vorsichtig aber. Mücke. Jetzt kommt die Mücke. Jetzt kommt die Mücke. Jetzt kommt die Mücke. Jetzt kommt die Mücke. Komm mal her. Geh mal hin. Sato, komm her. Affenmutters größter Vertrauensbeweis. Raimund Opitz darf das Kind füttern. Ganz vorsichtig, Mücke, so kennen wir dich. Ne? So kennen wir dich, ja. Mücke. Hab ich extra gekauft? Ja. Sato. Komm, setz dich ruhig hin. Komm, setz dich ruhig hin. Komm mal, du brauchst keine Angst zu haben.
Sei doch nicht immer so vorsichtig. Hier. Das ist das Schöne daran, ne? Zeigt Baby und Baby muss fressen. Ne? Komm, Sato. Was ist denn? Was ist denn? Hä? Was ist los? Was ist los? Hä? Nach dem Essen wird der Rücken gekraut. Das mag Mücke besonders. Raimund Opitz ist stolz auf die Orang-Utan-Dame. Trotz Handaufzucht gibt sie die perfekte Affenmutter. Sag mal, warum isst du denn keine Erdbeeren? Die schmecken gut. Guck mal. Nee. Tiger Python Glättis nimmt ein wohlverdientes Bad nach kräftezehrender Brut. 30 Eier hat sie gelegt. Die sind nun unter Kontrolle. Vor 2 Tagen haben wir die Eier sicherheitshalber im Inkubator gepackt, weil das Weibchen das Gelege verlassen hat. Und hier warten wir den Schlupf ab. Eine kleine Schlupfhilfe haben wir bei einigen Eiern vorbereitet, indem wir den Schnitt, den die Schlangen im Ei schon getan haben, erweitert haben, damit sie nicht stecken bleiben. Nur noch 2 oder 3 Tage, dann sind sie alle geschlüpft. Ronny Kessner verschafft sich täglich den Brutkastenüberblick. Ich werde schon mal hier das Terrarium öffnen. Da sind die erstgeschlüpften Tigerpythons drin. Die sind zwar nicht gefährlich, die Babys, aber die zwicken und das ist immer unangenehm. Da zieht mir lieber mal Handschuhe an. Na, ihr? Komm mal hier. Komm mal hier. Ja. Du willst auch mal eine große werden, oder? Die hat sich schon schön abgenabelt. Da ist sonst die Nabelschnur dran. Ja. Dann komm mal rein. Die noch nicht geschlüpft sind, die brauchen jetzt Ruhe. Und damit sie nicht irritiert sind, nehme ich jetzt die geschlüpft sind, schon mal raus. Die können sich jetzt in dem Aufzuchtsbecken verkriechen. Und somit sind die jetzt ungestört, haben ihre Ruhe. Wird ja nachher noch abgedunkelt. Und dann können die in der Ruhe schlüpfen. Mutter Gladys vermisst ihre Kinder nicht. Schlangenalltag. Nach dem Schlüpfen wird die Brut sich selbst überlassen. Und Gladys soll die Kleinen nicht erdrücken. Die Mutter hat auch keine Verbindung mit den Jungtieren. Also sobald die schlüpfen, dann gehen die alle in ihren eigenen Richtungen. Und damit ist die Sache für die Mutter erledigt. Und die Jungtiere wissen instinktiv, was sie dann selber machen. Wissen, was sie tun. Das ist klasse, hm? Natürlich schön, die.
Ja, Atara, das ist ja komisch, wa? Joas, guck mal, da kannst du reinbeißen. Das ist klasse. Ja. Wie riecht denn das? Ja. Mal die Mädels, die haben sich erstmal versteckt, ja? Gehst du auch? Na, sag mal. Feigling. Das ist jetzt ein bisschen Angst. Das ist natürlich hier dieses unbekannte Grünzeug, was jetzt in ihrer Mutterbox ist. Und das ist ja für sie jetzt heimatlicher Boden, wo also alles so sein muss, eigentlich, wenn sie zurückkommen, wie es so sich gehört. Und das ist jetzt für die ebenfalls unbekannt. Man hat ja auch gleich gesehen, wie sie sich zurückgezogen haben. Der Joas, der ja sonst eigentlich derjenige ist, der ganz mutig vorangeht, dem war das ja auch nicht so ganz geheuer. Das bewegt sich natürlich auch, es riecht anders und da sind sie ein bisschen zurückhaltend. Oh boy. Atara. Ist gut. Es war nur Ra'aya. Ich da euch wieder ein, ne? Da, was denn, kommst du doch? Ja, sag mal. Na, komm mal hier, mein Kleiner. Ja, bist du hier der ganz mutige Joas? Bist du der ganz mutige? Hm? Ja, mein Kleiner. Ja? Der hat auch eine ganz witzige Methode, sich zu verständigen. Der macht also auch nur. Viele Verständigungssachen einfach nur über die Lippenbewegung. Ob er Töne ausstößt, die wir jetzt nicht hören, das weiß ich nicht. Das ist aber ganz witzig bei ihm zu beobachten. Und er unterhält sich so auch mit seinen Geschwistern. Der versucht es bei mir auch immer, aber ich kann ihm immer nur halt mit Lippenbewegung zurückantworten. Nicht? Leopardensprache, schwere Sprache. Vor allem bei China-Leoparden. Na, tschüssi, Freund. Die Verständigung hat geklappt. Der Herdenchef im Revier. Rentier Matti sorgt für Ordnung. Und für Nachwuchs. Drei Tiere sind noch trächtig. Und die erwarten wir jetzt im Laufe der nächsten 14 Tage, drei Wochen, müssten sie auch so alle geboren werden. Traut euch nicht, fressen zu gehen. Geht mal hin. Da ist was Schönes. Ja. Gleich gibt's Vitamine. Oh, das aufteilen, dass wir alle was kriegen, oder? So. Und nicht zu vergessen das Lieblingsfutter der Rentiere: Eschenblättriger Ahorn. In der freien Wildbahn ist das ja auch ein Tundra. Niedrige Büsche, Blätter, Moose, Flechten. Und wie gesagt, jetzt ist die Hauptnahrung im Sommer bei ihnen. Und wie gesagt, da wir ja hier Moose und Flechten nicht so haben, machen wir das halt hier mit Blaub. Matti stärkt sich für den Herbst. Dann von September bis Oktober ist ja die Brunftzeit. Dann kann er wieder loslegen. Da muss er dann ja, jetzt wieder ran. Ja, bis jetzt macht Matti einen sehr guten Job. Man sieht's. Kraulen kommt gut an. Die Weintraube nur beim Nachwuchs. Sato, guck mal, Sato. Sato, komm. Ja, jetzt hat er die Erdbeere. Guck mal, schmeckt. Und dir nicht? Setz dich mal hin, komm. Mücke, komm jetzt. Komm mal her. Komm. Komm her. Nee? Hm.
Na? Letztes Stück? Letztes Stück? Ah, ganz bedächtig, ja. Und jetzt sagst du Tschüss, wa? Das war mir klar. Tschüss, Wiedersehen, Mücke. Mücke steht auf Handfestes. Was so ein Hörnchen alles ausmacht, wa? Mücke, und alles andere kann ich alleine essen? Ja? Was ist los, meine Kleine? Hä? Komm noch runter. Dann gehen wir jetzt. Dann gehen wir jetzt. Ja, dann gehen wir jetzt. Hä? Dann gehen wir. Ja, 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 ja. Oh, fein, Mücke. Oh, fein. Ja, fein. Oh, fein. Ja, fein. War schön? War schön? Ja? War schön? War schön? Ja? War schön? Ja? War schön? Ja? Mal richtig durchhängen. Was denn? Tut gut. Ja. Hier. Hier. Na, gib mir. Die Fütterung funktioniert auch mit vertauschten Rollen. Gib mir zurück. Fein. Langohrziege Miller dauert das alles schon viel zu lange. Dabei arbeitet René Walter mit Hochdruck am Frühstück. Ja, zum Glück habe ich schon zwei Menschen großgezogen. Habe mich daran beteiligt. Und dadurch habe ich auch diesen Trick mit diesem Handrücken und so, ob die Temperatur stimmt. Gelingt mir ganz gut, denke ich. So, zwei Fläschchen. So. Wunderbar. So, da haben wir's. Können wir losgehen. Miller? 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 Komm mal hier. Okay, was haben wir denn hier? Was haben wir denn hier? Hm? Einer nach dem anderen, ne? Da sind sie, die Drillinge und die Miller. Tussi, Tai und Helmi, so heißen die drei hier. Drei Mädchen. Hier muss ich immer aufpassen, dass ich den Nuckel festhalte. Ihr kriegt auch. Ein bisschen heiß, ne? Ratzfatz, als wenn sie den Bus kriegen muss, trinkt sie die Milchchen noch aus. Das ist toll. Und du schmatzt. So, jetzt hast du 500 Gramm, jetzt müssen wir aber aufhören. Sonst gibt's einen Knall hier im Stall. Ne? Jetzt ist Luft. Alle. 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 So, jetzt mach mal deinen Mund sauber. Du willst nur schmusen? Ja. Du willst nur schmusen? Ne? Das hat sie immer gerne hier zwischen den Vorderbeinen. Mmh. Ja. Ne? Da schmust sie. Lass die Ohren so hängen. Hm? Jetzt seid ihr dran. Kommt hier. Warum willst du nicht? Camilla wieder ist klar. Hey, wolltet doch eben, du nicht. Komm mal her. Komm her. Komm her.
So eine große Flasche. Die zweite Flasche für die Drillinge. Stößt nicht unbedingt auf Gegenliebe. Die sind wahrscheinlich nicht ganz so hungrig, die Drillinge, weil sie gegenüber von Miller wenigstens nachts noch trinken konnten, wenn es auch nicht viel war. Aber immerhin. Was hast denn du heute? Also wenn ihr nicht wollt, braucht ihr auch nicht, ne? Machen wir es nicht reinprügeln. Tapire lieben Streicheleinheiten. Drängt jetzt sich dazwischen, ja. Warum, Süße? Na dann los, dann geht dahin. Ja. Ja, meine Süße. Ach ja. Okay. Das könnte man den ganzen Tag und noch länger? Mit noch mehr Händen? Ja, ja. Fietje und Bente lieben Hände. Ach ja. Gut. So viel zu dem Thema. Ich fand ich immer schön beim Fitti, weil der war ja ein normaler Bulle, hat die Mädchen immer gedeckt und hat sich also normal wie ein Bulle verhalten und ist dabei immer uns gegenüber loyal geblieben. Also kam nie auf die Idee, dass er jetzt mal beißen würde oder so. Der hat schon Ex-Hähnchen. Der hat einen ganz tollen Charakter. Ja, die Möhren. Weißt du, was ich sage? Ja. Oh, wir genießen. Nur hoffen, dass er uns eine Weile erhalten bleibt. Der ist ja auch schon mittlerweile 29 Jahre alt. Ist schon ein hohes Alter. Ja, wir haben jetzt hier ein kleines Problem, weil hier vorne müssen wir die Tapire krabbeln und Anni weiß jetzt, hier gibt es noch was. Da. Brot mit Salat und Zwiebel. Meine Dicke. Bitte. So, aber jetzt schnell hier wieder weiter, weil sonst kommt hier die Beschwerde. Okay, man weiß nicht, wie man es halten so, soll. Ne? Und jetzt geht's los mit dem Hinterbein, der Kick vor sich. So. Das ist das Gefährlichste am Tapir. Darf man doch nicht den Kopf davor halten. Und dann mach Schnabel auf. Du, mein Schatz, wie spät ist denn? Sag ich dir nicht. Ja. Wir haben Zeit zum Haare schneiden. Es ist Pause. Ich möchte aber, dass ich an der Ausgangskontrolle noch rauskomme und nicht, dass man dann anhand des kleinen Zoo-Ausweises, das sind sie nicht. Ich bin hier drin bleiben muss. Ich werde aber bestätigen, dass du das bist. Ich bin doch dabei. Ich gehe zu Anni auf der Anlage, da kriegt er mich nicht. Siesta auf der Anlage. Action hinterm Zaun. Maria, hau ab. Psst. Du darfst jetzt nicht lachen und dich nicht bewegen. Nicht bewegen heißt nicht bewegen, okay? Warte, es blutet noch nicht. Maria, hör auf zu grinsen, ich sehe es im Rücken. Lass das. Ja, ich kann nicht anders. Oh oh. Aber ist bloß ein bisschen, ne? Du? Nein, gib dir Mühe. Dankeschön. Auch bisher wurden wir dabei noch nicht Maria, ja? Bring mal schnell die Mütze. Ja, für dich aber. Nee, für dich. Nein, zieh auf. Zieh auf, mein Schatz. Komm, mach mal. Diesmal noch viel zu zieh groß. Zieh auf, ist besser. Ist besser. Ich geh dann schon mal, ja? Rauskommen. Mach da wieder die erste. Bitte unauffällig folgen. Nach dem Füttern geht's ins Freie. Auf die Anlage zu den Wasserbüffeln. Die Zwillinge zögern. Ihr habt einen Anschluss verpasst, ne? Ja. Ab. Ab. Rechts. Um. Genau. Und geradeaus. Und geradeaus. Vorwärts. Das war's. Das war's.
Nicht immer ging das Zusammensein von Ziegen und Wasserbüffeln so friedlich ab. Am Anfang, da wollten die Wasserbüffel die Ziegen nicht, aber jetzt haben sie sich daran gewöhnt. Und die Lämmer müssen jetzt auch lernen, vor den großen Ungeheuern sozusagen in Acht zu nehmen. Also wenn da ein großer Schatten kommt, dann müssen die auch lernen, wegzugehen. Ich finde, es passt sehr schön. Und ja, manchmal hat man Glück zu sehen, wenn die Wasserbüffel ruhen und die Ziegen klettern. Von Hause aus schon sehr gerne. Dann klettern die auf den Leiber der Wasserbüffel rum. Und das finden die Wasserbüffel dermaßen schön, weil die mit ihrer Hufe wie massieren ist. Dann machen sie es noch breiter und so. Das ist ganz schön anzusehen. Also das Büffelleben mit vollen Ziegen genießen. Nach der Fütterung sind die schwerer und massieren besser. Im Zoo-Aquarium wartet eine neue Wohnlandschaft auf die jungen Krustenechsen. Na, ihr? Da sind sie drin. 7 der nachtaktiven Wüstenbewohner leben nun hier. Na, kommt mal her. Ein Echsenbiss beschert dem Menschen Übelkeit und Schmerzen. Ein Echsenbiss ist giftig, aber nicht tödlich. Die sind eigentlich oft versteckt, weil sie nachtaktiv sind. Und so wie jetzt eben, wird man sie in den nächsten Stunden nicht mehr sehen. Weil die werden nur morgens kurz rauskommen, dann gucken sie, ob sie Futter kriegen und ansonsten verbuddeln sie sich. Aber im Alter liegt sich das, weil dann sind sie 5-mal größer wie jetzt und dann sieht man sie öfters mal. Jetzt aber tschüss, Krustenechsen. Elchkuh Beta ist schwanger. Hm? Komm mal hier, wie siehst du denn wieder aus? Ja, du siehst die Mogel, ne? Komm mal hier. Hier, fein. Da, leichter raus, ja? Die kriegt immer noch ein bisschen extra Leckerli. Oh, schubst mich hier nicht um. Hm? Beta hatte im vorigen Jahr den Gustav. Der würde übrigens auch ein Jahr werden morgen. Oder es wird er ja. Und der ist weggegangen nach Görlitz. Und für sie war es ganz gut, dass sie sich noch ein bisschen erholen konnte, bevor jetzt das nächste Baby kommt. Wahrscheinlich könnten es ja Zwillinge werden. Denn Erstgeburten sind ja oft Einlinge. Und dann gibt es eigentlich Zwillinge. Und Drillinge sind auch möglich. Aber Drillinge muss nicht sein, ne? Denn die hatte ganz schön ein bisschen abgebaut. Der Gustav hat ihr ganz schön viel Kraft genommen, ne? Aber jetzt ist alles wieder gut. Hm? Du hast einen richtig dicken Bauch. Ja, bei Gustav fand ich ihn sogar nicht ganz so dick. Zeigst du uns noch mal richtig? Hm? Komm mal rüber hier, dann kann ich nämlich besser nach deinem Euter gucken. Aber da ist noch gar nichts zu merken. Das sind die komischerweise auch ganz angenehm anscheinend, wenn man ihr mal hier manche Beine ein bisschen krabbelt. Jo. Hm? Aber ein bisschen geschwollen, aber mir auch nicht. Was denn nur? Hat das gekrabbelt? Hat das gekrabbelt? Ist gut, Peter. Hm? Voriges Jahr jeden Tag gemacht, Euterkontrolle. Morgens nichts gewesen, nachmittags Kind da. Also aufs Euter kann man sich nicht verlassen anscheinend. Zumindest nicht bei ihr. Jetzt geht's los hier. Häuschen, bitte, Susi, kommt. Ein Marsch der tragenden Elchkühe. Ja. Und da sieht man eigentlich ganz gut, dass sie einen runden Bauch hat. Susi trägt schwerer. Nun geh mal, genau, geh mal raus. Schön vorsichtig. Sie mag auch immer noch nicht die harten Steine. Zum Glück ist die ganze Anlage so. Ganz vorsichtig, genau. Schön.
Doch, Peter. Vorher warst du nicht so dick, glaube ich. Eins reicht ja, müssen ja nicht zwei sein. Hm, wenn die Peter auch noch. Nee, die Susi auch noch eins kriegt, ich bin hier mal durcheinander. Dann reicht das, haben wir zwei Jungtiere. Die muss man auch erst mal satt kriegen. Irgendwann werden sie größer und wollen nicht mehr Milch haben. Und dann hat man ja noch mehr Schlepperei und vor allen Dingen das ganze Laub immer ranzukriegen. Und mal sehen. Warten wir ab. Aber es wären schon zwei. Zwei Kälber kommen, da bin ich ganz fest von überzeugt. Selbst wenn ich mich jetzt hier zum Affen mache und alle sagen, ah, du hast so geungt. Jetzt fahre ich erstmal in Urlaub und danach sind die bestimmt da. Alpha Röde Cosmo und Titan, die Nummer 2 im Wolfsrudel, auf Inspektionsrunde. Röde Nummer 3 geht derweil seinem Hobby nach. Frisches Laub fangen. Ganz frisches Laub. Der Besuch von Simone Kohlei und Michael Horn aber gilt Wölfin Nafti. Hier vorne in der gebührten Höhle am Wassergraben sieht man ja so ein bisschen frische Erde. Und da ist die Nafti drin, unsere Fee. Und die hat jetzt zurzeit gerade einen Wurf. Und das ist eigentlich die Fütterzeit, ist eigentlich immer die Zeit, wo wir relativ sicher sein können, dass wir sie sehen, dass sie dann rauskommt. Und auch sehen können, wie viele Zitzen zum Beispiel angelutscht sind und ob es alles gut ist und so. Immerhin geht's um die Kinder von Cosmo, dem Leitwolf. Titan würde natürlich auch liebend gerne mal decken. Und der ist wie ein Geier, ist der immer hinterher. Und dann wird der immer wieder am Boden gestampft von Cosmo. Das geht dann so weit, dass der bis ins Haus getrieben wird. Dann hört man dann irgendwo nur noch quietschen. Und dann muss aber Cosmo ja gleich wieder zurück zu Nafti, weil wie das so ist mit. Naja, die ist ja die Unschuld vom Lande, ne? Die ist heiß. Auf dem letzten Rötenrang steht der Wolf mit dem Namen Mädchengesicht. Der hat nur ein Handicap, der ist blind. Der hat schon als Jungtier einen ziemlich intensiven Sehfehler gehabt. Viel Mann gab es da nicht. Und jetzt hat sich das so weit herausentzündet, dass die Augen eigentlich keine Funktion mehr haben. Also er arbeitet fast nur mit Gehör. Wenn man ihn beobachtet, kann man das sehr gut sehen. Und er ist voll integriert in dem Rudel. Man sieht, wie vorsichtig er läuft. Die anderen tippeln halt so nicht. Da könnte ja auch ein kleiner Stock oder was im Weg liegen. Im Kinderzimmer herrscht Ruhe. Dafür sorgt der Blinde für Showeinlagen. Mach mal noch mal. Wie hübsch. Ja. Und? Das ist sehr lustig. Das macht er extra für uns, weil Nafti heute nicht kommt. Mhm. Dass wir wenigstens etwas nicht. Schönes gesehen haben. Ja. Aber immer wieder faszinierend, wie der nicht mitkriegt, obwohl er nichts sieht. Erst 2 Wochen ist das Jaguar-Baby alt. Offenbar ein Frühstarter. Null Bock auf Milch. Es guckt schon nach Mutters Futterlieferung. Mama, wo ist denn? Feine Mädchen. Willst du deinen Fisch haben? Gucke mal hier, Schneckemaus. Oh, gucke mal. Gucke mal. Oh, der Makrela. Makrela. Für Brauseköpfchen. So, jetzt kriegst du noch ein bisschen was Nahrhaftes. Na. Hier, Herz, Schmerz. Du fauler Hundesohn, ne? Liegst nur da oben. Intelligenzbestie, ne? Alle klar bei euch? Gut. Mama Chiara genießt und schweigt. Na, Mama? Sag mal, bist du schon wieder müde? Ist dein Kind schon wieder müde, sag mal? Ist schon wieder müde, ja? Denk daran, immer am Kopf anfangen. Ist noch da.
Mit der Fischzunge. Jetzt riecht dein Kind nach Fisch, Schnecke. Jetzt riecht dein Kind nach Fisch. Nein, nein. Alles in Ordnung. Ich gehe da mal weiter, ja? Der Fischgeruch muss weg. Und dann endlich ran an den guten Fleischbrocken. Ist der kleinste Tierpark-Elefant. Der erste Familienausflug lockt. Aber wohin? Das sehen Sie in der nächsten Folge von Panda, Gorilla und Co.